Ich sehe, es ist 15 Uhr, die Teilnehmeranzahl steigt auch. Ich möchte beginnen mit der nächsten Session. Ich bin Jürgen Hahn, werde die Session moderieren. Und bitte unsere Vortragenden um eine kleine Vorstellungsrunde und werde dann unseren Vortragenden noch rund 6 Minuten 30 ein kurzes Zeichen geben und schauen, dass die Zeit eingehalten wird. Bis auf den Hamburg Timo sind jetzt alle da und das war's von mir. Herr Ittelbert Obinar wird seinen Vortrag auf Englisch halten, aber er versteht Deutsch sehr gut und wird auch deutsche Fragen beantworten. Die Antworten bitte na also können Sie während des Vortrags stellen und die Antworten erhalten Sie dann später. Ich bitte den Herrn Edelbert Obinar um eine kurze Vorstellung. Hello. Hello, everybody. Can you hear me? Hello, everybody. Can you hear me? Yes. Do I have to start by sharing? Okay, very good. No, only a short introduction of yourself, please. Okay. I'm Ittelbert Obinar. I am a software developer. I'm a researcher with CCDE here in Germany. And I've been working quite for 1 year and a half now with open data portals. And I've been working with SECON and also trying to build applications with the Contao content management systems. So overall, we are looking at integrating two different content management systems. One is focused on data and the other is focused on just normal blogs, posts, and some other things. And integrating these two content management systems. Thank you very much. Bitte Jakob. Problem and how we're able to combine this. All right. Thank you very much. Jakob Mitsch, please. Bitte stell dich auch vor. Yeah. So, hallo allerseits, mein Name ist Jakob Miksch, ich bin Softwareentwickler bei Spatial Services. Bis zum Anfang des Jahres war ich noch bei der Uni Salzburg, ZGIS, im Fachbereich für Geoinformatik. Die Themen sind immer noch ähnlich geblieben, es geht um Sensordaten und generell Webentwicklung und mehr dazu später in meinem Vortrag. Dankeschön und dann bitte ich den Nikolai, sich kurz vorzustellen und dann gleich mit seiner Präsentation fortzufahren. Ja, ich schaue es mir schon mal ein. Okay. Hallo, ja, ich bin der Nikolai. Ich bin selbstständig und arbeite im Bereich Geodatenverarbeitung und Data Engineering und auch ein bisschen Data Science. Und ja, genau, da geht es dann auch direkt weiter mit meinem Vortrag. Also, das Thema ist grobe Übersicht über die verschiedenen Open Source Projekte, die man für große geografische Datenmengen verwenden kann. Also definieren wir erst einmal große Datenmengen. Generell Daumenregel ist, dass man, wenn die Daten nicht auf einen Laptop passen, dann ist es Big Data. Und so als kurze Veranschaulichung, OpenStreetMap hätte zum Beispiel, hat jetzt zum letzten Stand um die 7 Milliarden Nodes, 700 Millionen Ways und um die fast 8 Millionen Relations. Also wenn man das Ganze entpackt hat, dann ist es ungefähr um die 1,3 Terabyte und das ist schon fast in die Richtung Big Data. Und was macht man da? Eine gängige Lösung ist, man haut das Ganze jetzt in Postgres, wenn das jetzt nicht ins Shapefile passt. Da hat man PostGIS zur Verwendung. Wenn man jetzt da auch an die Grenzen kommt, dann gibt es seit letzteren Versionen auch Parallelisierung in Postgres. Also es ist seit Default, seit Postgres SQL 10. Mit PostGIS
gibt es das auch schon. Seit Postgres 12 und Postgres 3 ist das jetzt out of the box möglich, dass man beides verwenden, Parallelisierung verwenden kann, ohne jetzt große Tweaks zu machen. Und wenn man jetzt Postgres SQL weiter skalieren will, also wenn man jetzt das auf mehrere Maschinenrennen haben will in einem Cluster, dann, also kurz davor noch, gibt es eine Variante, das ist jetzt die Columnar Storage. In Postgres ist es so, dass die Daten zeilenweise abgespeichert werden. Das heißt, wenn man einen Sequential Scan macht, dann rennt er über die ganzen Daten drüber. Im analytischen Bereich ist oft so der Fall, dass man eine spaltenbasierte Lösung nimmt, wo man halt die Daten jetzt spaltenbasiert gespeichert werden. Genau, und da gibt es diesen C-Store Data Wrapper. Und jetzt aus persönlicher Erfahrung hat er jetzt im Vergleich zur Parallelisierung keine großen Fortschritte gemacht. Aber es kann in nächster Zeit kommen, dass das Projekt jetzt auch Parallelisierung erlaubt. Man kann auch GPU-Processing verwenden. Und es gibt zu den verteilten Systemen gibt es halt die Citus-DB, die recht aktiv ist, und auch Postgres XL, was jetzt nicht ganz so aktiv ist. Wenn wir jetzt vom blauen Elefanten gehen wir jetzt zum gelben Elefanten, da ist so das gängigste Framework für Big Data Analyse, ist das Apache Hadoop. Da geht es jetzt schon um Datenmengen im Terra-Bereich, im Peta-Bereich. Da sind Maschinen, die hunderte Maschinen zusammengestellt sind. Und es funktioniert so, man hat jetzt ein Filesystem, das jetzt von außen so wirkt wie ein einziges Filesystem. Man kann jetzt darauf Daten speichern und das intern tut es das Ganze verteilen und replizieren und Fault Tolerance integrieren. Und genau, das nennt sich Hadoop Distributed File System. Dann gibt es zum Berechnen verwendet das Framework, das sich MapReduce nennt, um das jetzt also über die ganzen Server laufen zu lassen. Und zum Resource Managen gibt es dann noch das Hadoop Yarn. Genau, und wenn man jetzt mit Geodaten arbeiten will, Hadoop hat jetzt an sich jetzt keine GIS-Support drinnen, deswegen kann man da GeoMeser verwenden, was jetzt diesen GIS-Support erlaubt. Was das jetzt macht, ist, das integriert jetzt einen Spatial Index mit sogenannten Space Filling Curves, dass die ganzen Daten dann geografisch so indiziert, dass man einfachere Queries und Spatial Joins machen kann. Genau, jetzt GeoMeser selber verwendet da jetzt die C-Curve für 2D- und dreidimensionale Daten. Unterliegend hat es dann, es greift jetzt nicht direkt auf Hadoop zu, sondern man muss jetzt dazwischen was haben. Das ist jetzt in dem Fall entweder Akumolo, HBase oder Cassandra. Das sind so Storages, die das jetzt vereinfachen, quasi die NoSQL-Daten da abzufragen. Und das hat dann Integrationen mit Apache Spark, wo man dann SQL-ähnliche Abfragen oder DataFrame-ähnliche Abfragen machen kann. Und hat auch eine GeoServer-Integration, wo man dann direkt die Daten visualisieren kann. Das Problem mit Hadoop ist, dass das sehr aufwendig zum Installieren ist und man hat ein riesiges Ökosystem, sehr viele Tools. Man hat ich habe schon sehr viele Probleme gehabt mit Integration, mit verschiedenen Versionen und die Konfigurationsfiles sind sehr viele und ein bisschen undurchsichtig. Und für Anfänger ist es generell ein bisschen zart. Deswegen gibt es viele Ansätze, dass man quasi davon weggeht und auch andere Systeme verwendet. Und eins so ein System ist Presto, was quasi Verbindungen herstellt mit verschiedenen SQL und NoSQL Data Stores. Also es ist jetzt keine Datenbank an sich, es ist mehr so ähnlich wie Apache Spark, aber es ist ziemlich einfach zum Aufsetzen und genau, man kann dann quasi auch Hadoop-Queries machen und verschiedene Queries über verschiedene Datenquellen zusammen migrieren und Joins machen. Es bietet out of the box auch einige Geospatial Functions, also so wie wir sie kennen aus PostGIS mit den ST, Spatial Temporal Functions, und seit neuestem hat es auch eine R-Tree-Indizierung, um die Spatial Joins zu beschleunigen. Genau, anderes gängiges System ist jetzt Dask.
das ist basiert jetzt auf Python. Das kann jetzt zum Beispiel auf mehrere CPUs parallel rechnen, auf der GPU parallel rechnen und auch auf mehrere Maschinen parallel rechnen. Ist relativ einfach zum Aufsetzen. Und wenn man jetzt das mit GeoPandas zusammennimmt, dann kann man da auch geografische Queries drauf machen. Und GeoPanda selber hat dann auch ein R-Tree als Indizierung drinnen. Und jetzt werden auch mehrere Initiativen gemacht, dass man Dask und GeoPandas noch mehr integriert und dass das quasi noch mehr, noch schneller läuft. Genau, dann gibt es noch Elasticsearch. Das hat jetzt einen sogenannten BKD-Tree, also das ist ein Binary KD-Tree, was jetzt recht unique ist in der Hinsicht. Hat aber nur rudimentale Geo-Queries als Angebot. Ähnlich ist es mit MongoDB, auch eine weitere NoSQL-Datenbank, die man auch verteilt machen kann. Die hat jetzt einen GeoHash-Index drinnen und auch sehr einfache oder halt die gängigen geografischen Funktionen integriert. Und dasselbe nochmal für Redis, das ist jetzt ein komplett In-Memory-Store, was sehr schnell ist und echt lightweight ist und auch verteilt funktioniert. Und das hat jetzt auch einen GeoHash-Index drinnen und auch relativ einfache Funktionen dabei. Genau. Hier sind noch einmal ein paar unterschiedliche Ressourcen. Die Slides sind online und falls ihr Fragen habt, könnt ihr mir jederzeit während der Konferenz anschreiben. Super, danke vielmals. Magst du vielleicht deinen Link zu den Folien gleich in den Session-Chat kopieren? Mache. Dankeschön. Und dann übergebe ich an unseren zweiten Vortragenden, Jakob Mitsch. Bitteschön. Ja. So, hallo allerseits. Ich hoffe, ihr hört mich und seht meine Folien. Wie schon erwähnt, ich arbeite bei Spatial Services. Das ist ein Spin-off von der Universität Salzburg und arbeitet eng mit dem ZGIS zusammen. Und da habe ich eben vorher gearbeitet und da ging es hauptsächlich um die Forschung von Sensordaten oder wie man mit Humansensorik neue Informationen gewinnen kann. Und jetzt bei Spatial Services arbeite ich daran, diese ganzen Prozesse zu automatisieren und quasi für die Praxis anwendbar zu machen. Noch kurz zu Spatial Services. Wir sind eben 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben eben eine Vielzahl von Projekten in allen Bereichen, also auch von Entwicklungshilfe oder Remote Sensing, Laserscanning, 3D-Daten, Webmapping. Und ich berichte euch jetzt eben heute vom, wie wir mit Open Source Komponenten oder mit Open Source Technologie unsere ganze Sensordateninfrastruktur betreiben. Erstmal kurz zur Motivation. Wir haben eine Reihe von Sensoren und statten damit Fußgänger und Fahrradfahrer aus, die ein bestimmtes Gebiet in der Stadt ablaufen oder abfahren. Und wir messen die physiologischen Daten über ein Brustgurt, Bioharness heißt, und die so ein Armband, Empatica E4, messen wir verschiedene körperliche Parameter, wie zum Beispiel Hauttemperatur, Blutdruck, Herzfrequenz, EKG und versuchen später aus diesen Werten sogenannte Moments of Stress abzuleiten, also Punkte, an denen die Menschen sich vermutlich gestresst fühlen und dann versuchen wir herauszufinden, was das wohl bewirkt hat. Und um die Daten abzugreifen, haben wir eine eigene Android-App entwickelt, die heißt eDiary-App. Und da sieht man auf der Folie zwei Screenshots. Also man hat versucht, die Benutzeroberfläche relativ schlicht zu machen, um quasi keine großartige Ablenkung zu erzeugen. Und diese App verbindet sich eben mit diesen beiden Sensoren, die ich gerade gezeigt habe. Und dann, bevor eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer ihren Rundgang startet, wird die App gestartet und die zeichnet sehr hochfrequent die GPS-Position auf. Und somit kann man an jedem Punkt, an dem die Person war, wissen, was die physiologischen Parameter waren.
Zusätzlich, um das zu validieren, hat die App eine Funktion, um eine Umfrage spontan durchzuführen. Da gibt es eben diesen Survey-Button und da kann dann die Person kurz berichten, wie es ihr geht, was, ob sie erschreckt ist, entspannt und dann auch eintragen, was der Grund dafür ist. Außerdem gibt es noch, wie man das sieht, jetzt eine kleine Live-Visualisierung, wie die Daten aussehen. Die und, sehen wir gerade nicht, sorry. Ach so, ja. Ja, das war jetzt nur der Screenshot, aber das ist eh sehr klein. Das ist jetzt die nächste Folie, die seht ihr hoffentlich. Ich nehme an, ihr seht sie. Ist eine Ad-Hoc-Visualisierung, die wir gleich im Feld machen, weil wir machen es so, dass wir die Daten, die werden als SQLite-Datei auf dem Handy gespeichert und werden dann auf den Computer des Experiments gezogen und dann sofort analysiert. Und das passiert mit Python Pandas. Also SQLite wird mit Python eingelesen, dann die entsprechenden Daten formatiert und dann wird gleich ein Diagramm erzeugt, um nur zu sehen, ob die Datenerfassung geklappt hat, weil die Sensoren im Allgemeinen sehr gut funktionieren, aber es gibt eben sehr viele Kleinigkeiten, die man beachten muss, also dass die Sensoren gut anliegen und manchmal verliert sich die Verbindung, zwar nicht so oft, aber ab und zu kann das vorkommen und dann kann man eben gleich erkennen, was los ist. Und mit Python Pandas kann man eben halt diese Daten, also ähnlich wie bei R, in sogenannte Data Frames packen und strukturiert anschauen und eben aufbereiten. Und es gibt auch das Package GeoPandas, mit der man dann auch gleich kleine Karten erstellen kann, wie ich jetzt hier dargestellt habe, mit und auch möglich ist, Hintergrundkarten wie OSM beispielsweise einzufügen. Zusätzlich haben wir noch Kameras, also Action-Cams, wie zum Beispiel eine GoPro, die Teilnehmer an sich dran haben, also entweder am Fahrradlenker oder als Brustgurt, um zu sehen, wenn jetzt irgendwelche Ausschläge in den Daten sind, dass wir nachvollziehen können, was in der Realität passiert ist, warum diese Ausschläge eben passiert sind. Und hier jetzt zu unserer groben Datenhaltung. Also wir sehen eben, links sind die Humansensoren und die Kamera, die von dem Teilnehmer oder Teilnehmerin getragen werden. Und die alle Daten, also beziehungsweise die Sensordaten, die werden alle in einer großen PostgreSQL-Datenbank gespeichert. Und diese Daten werden mit Hilfe von Python Pandas und SQL eingefügt, so dass man alle Daten eben angenehm verwalten kann und auch performant wieder abfragen, weil wir haben jetzt eben auch verschiedene Mitarbeiter, die Daten auswerten und oft hat jeder auch sein eigenes Tool, mit dem er darauf zugreifen will und über SQL können alle Daten direkt in verschiedene Plattformen wieder angezeigt werden. Also man kann zum Beispiel die Daten auch direkt wieder in Python exportieren oder mit QGIS kann man sich die anzeigen lassen. Man kann sich beispielsweise die ganzen Trajektorien von diesen einzelnen Fahrten der Teilnehmer als Layer in QGIS direkt laden. Alternativ kann man auch mit R die Daten analysieren und eben auch direkt über SQL das abfragen. Und dieses Konzept ist jetzt ein Fortschritt gegenüber vorher, weil da war es so, dass wir die einzelnen Dateien einfach auf dem Dateisystem liegen haben, gelegt haben und die Daten dann separat mit einem Skript analysiert, was am Anfang mit überschaubar großen Daten geklappt hat. Aber jetzt machen wir die ganze Daten, also werden die Teilnehmerzahlen immer größer und haben auch neben recht viele alte Daten. Und jetzt wird es eben alles in eine Datenbank gepackt und man kann mit SQL da eben sehr viele mächtige Abfragen machen. Man kann zum Beispiel dann sehr leicht sich sagen, welche Eigenschaften man oder welche Daten mit welchen bestimmten Eigenschaften man haben möchte, aus welchen Gebieten oder welche Gebiete man ausgrenzen möchte. Und das zu unseren Sensordaten. Jetzt noch kurz abschließend zu den Kameradaten. Da haben wir eben die GoPro, die ursprünglich dazu gedacht ist, um tolle Actionfilme zu machen, die eben toll aussehen. Und die
die Qualität ist auch wirklich zufriedenstellend, nur sind die Dateien viel zu groß und oder viel zu groß für unseren Anwendungsfall. Also hat man leicht mal für 10 Minuten irgendwie 4 Gigabyte. Und wir haben jetzt ein Skript mit FFmpeg geschrieben. Das ist ein Kommandozeilenprogramm für Videobearbeitung, das eben automatisiert alle Videos komprimiert und in eine Datei zusammenfügt und die Framerate reduziert, weil bis jetzt haben wir 60 Frames per Sekunde, was für unseren Anwendungsfall zu viel ist. Und so haben wir mit diesem Skript geschafft, die Videos auf 15% der ursprünglichen Größe zu komprimieren. Es gibt natürlich noch viele weitere Ideen, die wir haben, wie beispielsweise, dass wir den Zeitstempel direkt in die Kamera mit einbrennen wollen, eventuell sogar als eine Karte automatisch generieren, die dann immer im Video direkt eingeblendet ist, wo die Person sich gerade befindet, um eben noch genauer verifizieren zu können, wie wir unsere Sensordaten vor Ort deuten können. Gut, ich bin am Ende. Ich hoffe, ich habe euch einen groben Überblick geben können, was man mit Open-Source-Komponenten, wie man sich seine eigene Datenhaltung bauen kann und stehe noch weiter im Chat oder auch in Breakout-Rooms jederzeit bereit für Fragen. Dankeschön. Danke vielmals, Jakob. Ich habe gerade gelesen, dass der Ittelbert technische Probleme hat. Ich versuche die in der Zwischenzeit mit ihm irgendwie zu lösen. Du hattest drei Fragen. Siehst du den Chat? Die erste Frage war dann vom Herrn Eckhard Holtmann, ob der Blutdruckmessungssensor auch in Bewegung zuverlässig funktioniert. Also ich muss echt sagen, genau kann ich es nicht sagen, aber wir sind mit den Messwerten von diesen beiden Geräten eigentlich relativ zufrieden. Ich muss sagen, mit der genauen Analyse von den physiologischen Daten habe ich mich jetzt nicht im Detail beschäftigt, sondern ich habe eher die ganze Datenpipeline gemacht. Aber ich kann die Frage, können wir gerne später nochmal besprechen. Ich kann dann meinen Kollegen nochmal fragen, wie da die Ergebnisse sind. Die Erfahrungen, ja. Die nächste Frage ist von dem Herrn Matsudmans. Die Leute, sind das bzw. gibt es Open Source Fitness Uhrensensoren? Es gibt, beziehungsweise, also sag mal so, wir haben sehr viele verschiedene Hardware angeschaut und wir haben jetzt keine Consumer-Hardware, also keine Fitness-Armbänder, die man jetzt so üblicherweise für normale Konsumenten gedacht ist, sondern unsere, ich sag's gerade nochmal, unsere Hardware, das sind eher teuer, also da geht es eher so 1.500 € aufwärts, kostet da ein Gerät und ist eben teilweise medizinisch verifiziert und im ZGIS hatten wir jetzt eben auch einen Vergleich gemacht mit den Sensoren, die jetzt quasi im Krankenhaus oder jetzt quasi stationäre Sensoren und uns, also diese mobilen Sensoren haben natürlich nicht die exakt selbe Qualität, aber vergleichbar und dadurch, dass wir eben eine sehr große Zahl an Messungen haben, können wir da durchaus was Sinnvolles liefern, aber unsere Erfahrung ist, dass es momentan echt eine überschaubare Anzahl von Geräten gibt und jetzt mit Open Source ist mir nichts bekannt, also teilweise ist es sogar so, dass zum Beispiel diese Empathica Armband, das funktioniert exzellent. Ein Nachteil, den es gibt, ist, dass die Uhr oder nicht diese oder dieses Armband jedes Mal, wenn es eine Verbindung zum Handy herstellt, dass es über einen API-Key im Internet registriert werden muss. Also obwohl das Gerät überhaupt keinen Zugang zum Internet hat, muss es einfach nur kurz nach Hause telefonieren, um aktiviert zu werden. Das haben wir zwar jetzt technisch gelöst, das ist nur eben eine so eine Sache, die wir wissen muss. Mit dem Bioharness ist das nicht so. Aber ja, also die Geräte, die jetzt wir haben, sind jetzt, haben jetzt nicht viele Alternativen gefunden und auch keine Open-Source-Alternativen. Danke. Die nächste Frage wäre, ist eDiary in den App-Stores verfügbar? Nein, ist nicht verfügbar. Also wir haben auch durchaus darüber nachgedacht, die Open-Source zu machen. Also momentan, also wenn sie im App Store verfügbar wäre, dann eben nur für Android. Und aber es, wenn es da Interesse gibt, dann kann man da durchaus drüber reden, dass man die offen stellt. Also haben wir auch schon drüber nachgedacht. Also momentan ist es so, dass wir sie eben halt sehr speziell für unseren Anwendungsfall
gebaut haben und auch immer recht schnell Änderungen haben und auch immer für die einzelnen Messkampagnen anpassen. Und das Pflegen von einer Open-Source-App oder von einem Open-Source-Projekt ist eben auch mit Aufwand verbunden, aber eventuell kann man einfach mal einen Quellcode bereitstellen und dann kann jeder sich da was bauen und vielleicht kann man dann auch wieder, wenn jemand anders Interesse hat, da weiter dran arbeiten und man kann sich austauschen. Also aber gut zu hören, dass da prinzipiell Interesse gibt. Ich bitte um weitere Fragen. In der Zwischenzeit, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hast, sind die Daten verfügbar? Welche Daten? Die Rohdaten, die ihr aufnehmt. Ach so, also wie sowohl der BioHarness als auch die Empathica E4, die bieten eben eine Schnittstelle an, mit der man die Rohdaten bekommt. Das ist eben das Praktische, weil es gibt eben auch einige Sensoren, die die Daten ausschließlich, also direkt ins Internet hochladen auf den Server und dann kriegt man nur aggregierte Daten, aber diesen beiden Sensoren sind die Rohdaten eben komplett vorhanden, was ziemlich angenehm ist. Also das eine Sache ist, dass es natürlich auch recht viele Daten sind und dass man die alle eben verarbeiten muss und wir benutzen meist gar nicht alle Daten, die aufgenommen werden, also zum Beispiel, oder wir nehmen sie zwar auf, aber es ist ja wirklich sehr viel zum Auswerten. Da gibt es zum Beispiel beide Sensoren zeichnen noch die Beschleunigung, also X, Y, Z auf, also in welche Richtung sich die Person bewegt und das wäre natürlich auch irgendwann noch ein spannender Fragestellung, inwieweit jetzt Erschütterungen sich die jetzt auf den Stress auswirken. Okay, dann weiter zur nächsten Frage. Markus Meyer, werden historische Daten immer behalten? Also auf den Geräten werden sie dann gelöscht. Also wir haben sie halt eben bei uns noch gespeichert für diese Studien. Also auf den Geräten werden sie gelöscht, wenn das die Frage war. Aber gerne, Markus, kannst gerne noch spezifizieren, wenn du möchtest. Die zweite Frage wäre, gibt es Überlegungen, falls der Datenspeicher einmal nicht mehr ausreichen sollte, ob man da die alten Daten löscht? Also wenn wir quasi eine Messkampagne haben, dass die Daten auf dem Gerät gelöscht werden. Ja, es ist, die Daten selber brauchen jetzt nicht so viel Speicherplatz. Im Prinzip sind es ja einfach Textdateien, oder die wir in dieser SQLite-Datenbank abspeichern. Und also es ist nur als Hausnummer, wenn jetzt ein Teilnehmer und Teilnehmerin eine halbe Stunde unterwegs ist, hat man vielleicht 50 Megabyte an Daten, also das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist eher bei den GoPros, dass die irgendwann voll werden, weil die jetzt mit einer ziemlich hohen Datenverbrauch eben haben. Was für uns ein bisschen ärgerlich ist, weil wir eben gar nicht so hohe, so eine hochakkurate Bilder brauchen. Also uns würden wahrscheinlich auch nur 10 Frames pro Sekunde reichen oder also und jetzt nicht, es muss nicht super scharf und HD sein und bei uns wird es einfach nur grob reichen. Das könnte ich eure Daten auch erhalten? Die Daten selber nicht, weil die ja personenbezogen sind, also die sind unter Verschluss, also die dürfen nicht weitergegeben werden. Allerdings die Frage, wenn wir dann daraus, im Prinzip ist dann so, dass Hausnummer 100 Teilnehmer durch ein Gebiet gefahren sind und daraus werden dann Moments of Stress abgeleitet und dann gibt es am Schluss dann eine aggregierte Karte, wo man dann sagen kann, an dieser Kreuzung waren die Teilnehmer mehr gestresst, an der anderen weniger. Das könnte dann durchaus veröffentlicht werden, weil das keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen zulässt, aber die Rohdaten sind zu. Also könnte man, also werden diese Sensoren immer in den gleichen Kontextsituationen benutzt? Also wird da immer Rad gefahren, wird immer zu Fuß gegangen, Auto gefahren? Also wir haben jetzt bis jetzt hauptsächlich Fußgänger und Fahrradfahrer gehabt. Ich sehe gerade, der Timo ist jetzt da. Ich fahre noch. Ja. Und ja, bis jetzt hauptsächlich Fußgänger und Fahrradfahrer und es gibt verschiedene Anwendungsfälle, zum Beispiel in einem Projekt Positim. Heißt es, wenn neue bauliche Maßnahmen in der Stadt gemacht werden, wird eben vorher werden Probanden durchgeschickt und den Sensor oder die physiologischen Daten gemessen und dann, wenn die bauliche Veränderung stattgefunden hat, dann nochmal und dann
evaluiert man eben, inwieweit jetzt die bauliche Veränderung sich auf das Stresslevel der Menschen ausgewirkt hat. Das wäre ein Anwendungsfall. Super, dann sage ich danke und ich sehe gerade, der Ethelbert Obina ist da und möchte bitte den Vortrag an den Herrn Ethelbert Obina übergeben. Please start. Thank you very much. I hope you all can see my screen and hear me very clearly. I'll be speaking to you today on CCON, which is a Python tool for metadata aggregation, filtration, and presentation based on CCON. So, what you're looking at right now, it's going to be on a three approach. I'll try to discuss on the outputs, how we were able to address this, what we did, and then I'll move on to discuss our approach and then also the response we have. And overall, most of us that are listening to this might be already familiar with data, big data and all the rest, or the aspect of data that concerns security, or the aspect of data that concerns availability. However, the theme we are looking at from my point of view is has to do with open data, of course, and not just open, but made available also with open licensing. So this tool that we were able to build, we built it with CCON, and CCON is a data management platform, and it's not just CCON that is out there. You also have other platforms like DCON, you also have other platforms like DSpace. Overall, CCON offers the opportunity to not just build applications and packages on top of it, but also gives us the possibility to extend it, the way we want to extend it. Yes, it's really free, it's really flexible and easy to manage and easy to use. And so where should we start and how did we start our approach? We first of all try to look at what we have in-house and overall structure, the architecture of our own content management system in-house. And we also try to understand also the content management system of CCON and how it's the internal of R. And the internals of our own content management system has what we call portlets, or more or less little modules or functions that are specific to a particular activity or a particular thing that a user would be able to do on the portal. For instance, we have a small module that handles the authentication. We have this small module that handles users that have the ability to edit contents on our site. We also have some other little modules that supports this particular, the overall content management system. And similarly, when we looked into CCON, we also saw how CCON is structured, that it uses the normal model view controllers that that is normally with a content management system. And also it gives the modules the possibility to have plugins. You could see plugin one, plugin two, plugin three, and so on and so forth. You could build this and you could tie it directly to the CCON instance. And this is what was offered, but we are not looking at building plugin and tying it to CCON instance. We are looking at building a plugin and making sure that the plugin is not just be able to be tied to CCON instance, but also to be able to communicate with more than one CCON instance and be able to be integrated into our own content management system. And so we started by looking at how to build this. And one of the things we did was to, of course, get into the core of Python. It's on Python. We looked at AI, OHTTP, and the Syncio. They help for synchronous call of more than one instances for APIs. And also, we also use some virtual EMV and the basic logger for error corrections and all that. So how does it look like? From the top, you have CCON instances all in green, as you could see on the slides. And then you're looking at a web application or a content management system in blue on the other part of the slide. And then the tool is sitting, not as you could see in the previous slide, CCON gives the possibility to build tools that's with CCON. Now we want to build this inside another content management system and be able to discuss and talk with CCON instances, as many as they could be, as we wanted. And when you break that little CCON tool,
a model that does the verification and the acquisition, if it's compatible, if it has the package underscore search, and this is a standard, an API standard that comes with SQL, if that thing is there, then she'll be able to verify and secure. And after that is done, has to aggregate all the metadata, and after aggregation, we classify them based on what we want in-house. Sometimes we look at geographic and spatial coordinates from GeoJSON format, or sometimes we look at pure XML data or CSV data formats. And regardless of what we are looking at a particular point in time, it's able to aggregate, filter it, and present it to us. And so, everything about the tool starts with the main controller. Like you could see, I tried to put this in a simple flowchart for everyone to understand. And from the beginning of it, there is the model that does the verification, and the acquisition. And then at the end of it comes the aggregation and the filtration and the presentation. And before all that, all these are done inside. You have the asset success, you have the as guardian of the tags, you have the loops that goes on until the whole done or the whole functions is done, and then it presents it to the user. And so the verification model, it's a simple model that tries to create a bucket of all the verified portals that are compatible with SQL, and tries to check the status code of some of the calls that are being made. And it tries to make this in a very short time, gathering the verified portals and gathering the total number that are verified and that are in tandem with the SQL instance. Once that is done, then it will be able to move into the next phase of the metadata aggregation and also the metadata filtration. And so the filtration aspect has is more or less similar, but this time it takes away on all the unnecessary metadata that might not be needed by the users, because sometimes we might be interested in the spatial data that has to do with cars, and so every other thing that is not really in this particular domain, we filter it out and had to just get it out and make sure that just what we wanted is being presented to us. And finally, how it looks like when it's been implemented, because you have the package itself sitting in Python packaging index. Instance that is already a sample open data portal based on SQL. And we have our own content management system. As you could see, not just from one, but from two, from three, and then present it to us on our own portal. And so what we have right now that has been available is we have the package is there for you to see on the links, the documentation on how to use the package, and then the instance, if you want to see how it looks like, you can check on these slides on the third link and see how our portal looks like. And on our shop also, we have a demo access to the shop that uses this. And you could be able to use this and also in your instance. Maybe your company has your in-house content management system, and you are looking also to integrate the potentials of open data into your own in-house system. You could also use the tool, or we could also discuss with you on the possibilities of how to use this. So I hope I'm not so fast. I hope I'm still keeping to the time. I want to thank you all for listening, and appreciate any questions that might come from you. Thank you very much. Can you define what SQL means? SQL is a content management system that is focused not just on the normal WordPress, for instance, that focuses on blogs and posts and all that. Now, SQL itself focuses on data. When I mean data, I don't mean like the data source or the data URL or where the data is stored. SQL can manage Excel data, SQL can manage spatial data, SQL can manage different kinds of CSV files. It could help you manage them, classify them, and present it to the user. For instance, a user might be interested in spatial data that are in JSON formats in a full list that has to do with the charging places in Cologne. And so SQL can store this data as the raw file and present it to the user. If you want the raw
the raw files of all the charging points for your electric cars in Cologne. You could download the file from this. So Signal helps you to download this, gives you the metadata, and also makes it able to be shared with other users, other platforms. We have another question from Martin Sudmans. The question is, what is the strategy to handle change data, multiple versions or deleted data? Now we do multiple versions, and sometimes on our own portal, we try to ensure that when a new version comes up, there's a timestamp and all that comes automatically, because everything that you upload on the portal has a metadata attached to it. You have to fill a little bit metadata by default. I could quickly show you how our portal looks like. In der Zwischenzeit, es sind noch 4 Minuten übrig von der Zeit. Die können wir noch mit Fragen füllen. So, I think I could share my screen again. My screen still be shared? No. Yeah, thank you. Okay, share screen. This share. Yes, here it is. Yeah, it's coming up. It's my network here today is really not so good. And while that is going on, I could also open this shop for you guys. Shop proceeds, please. So for if you, this is the portal is coming up, this is the shop is coming up, okay. And this. Okay, sorry, I will stop. Like, you can answer questions later sessions or on private chats. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Teilnahme an der OSGEO-Session für Geodatenmanagement. Und ich habe noch eine Information für Sie. Der Vortrag von Uwe Hein, Vigio Giskugis aus der letzten Session, Herr Hein konnte den nicht machen wegen technischen Problemen, wird in der Session Foski Social im Track C um 16 Uhr nachgeholt. Und der Vortrag von Hamburg Timo wird wahrscheinlich auch in dieser Session stattfinden. Wenn die Probleme bis dahin gelöst werden können. Dann danke ich vielmals für Ihr Interesse und bitte schreiben Sie bei Fragen die Vortragenden über die persönlichen Nachrichten an. Danke vielmals.